Moin, wir machen heute Blätterteig zusammen. Wir haben vorher noch nie selber Blätterteig gemacht. Und ganz ehrlich, wir hatten einige Horrorgeschichten gehört. Blätterteig kauft man, den macht man nicht selber, da muss man aber hundertprozentig exakt sein. Er darf nicht warm werden, sonst läuft die Butter am Rand raus und so weiter und so weiter. Aber Leute, wie ihr seht, kann sich unser Blätterteig echt sehen lassen. Also, habt keine Angst und probiert es aus. Los geht's. Erstmal machen wir jetzt den Teig, indem wir nachher die Butter einschlagen werden. Alle nötigen Blätterteig-Vokabeln, um dann ein wenig damit angeben zu können, klären wir dann später im Video. Also, erster Schritt, Salz in etwas kaltes Wasser einrühren, damit es Zeit hat, um sich aufzulösen. Danach geben wir dann unser Mehl in eine Schüssel und auch die kleingeschnittene kalte Butter mit dazu. Das lassen wir jetzt 5 bis 10 Minuten langsam vor sich hinrühren, bis die kalte Butter sich unter das Mehl gemischt hat. Natürlich muss man dafür keine Küchenmaschine benutzen, sondern kann das Ganze auch mit einem Handrührgerät machen. Und hier sieht man, wie das Ganze dann aussehen soll. Die kalte Butter hat sich schön im Mehl verteilt und es sind keine Butterklümpchen mehr zu sehen. Jetzt können wir langsam weiterrühren und dabei das kalte Salzwasser einfließen lassen. Das sollte sich jetzt nur ganz kurz verbinden und muss nicht mehr lange geknetet werden. Und dann ist der Grundteig auch schon fertig. Ging doch super schnell, oder? Weiter geht's mit dem Einschlagen der restlichen Butter. Wir bemehlen jetzt unsere Arbeitsfläche, formen den Teig etwas rund, kneten ihn aber nicht mehr. Jetzt schneiden wir ihn hier oben kreuzförmig ein. Den Trick haben wir übrigens bei Marcel Paar gesehen. Schaut unbedingt mal bei ihm vorbei, falls ihr ihn noch nicht kennt, denn da können wir immer eine Menge lernen. Und wenn der Teig eingeschnitten ist, ziehen wir ihn so auseinander, dass ein Kreuz entsteht. Jetzt noch mit einem Nudelholz über die Enden rollen. Die Mitte sollte aber die dickste Stelle bleiben. Unsere Butterklumpen zu jeweils 100 Gramm haben wir uns vorher einfach schon zurechtgeschnitten und sie nochmal ordentlich kalt gestellt. Und jetzt schlagen wir die Butter einfach in unseren Teig ein. Zupfen die beiden langen Seiten nochmal etwas zurecht, damit das auch passt, schlagen den Teig in Folie ein und stellen ihn jetzt für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank oder für 30 Minuten ins Gefrierfach, falls ihr es eilig habt. Das A und O beim Blätterteig ist nämlich, dass der Teig und die Butter schön kalt sind und möglichst die gleiche Konsistenz haben. Ist die Butter zum Beispiel zu weich, kann es passieren, dass sie an der Seite austritt bzw. rausgequetscht wird. Wie ihr seht, ist der Teig nach der Kühlzeit jetzt wirklich schön fest. Wir klopfen jetzt zuerst mit dem Nudelholz den Teig und die Butter im Kern etwas weich, dann lässt er sich insgesamt besser rollen. Falls er klebt, jetzt etwas mit Mehl bestäuben und auf ca. 1 bis 1,5 cm Dicke nur zu einer Seite ausrollen. Jetzt pinseln wir nur noch das Mehl wieder weg und dann geht es auch schon ans Turieren. Aber was heißt das jetzt überhaupt? Turieren oder auch Einziehen genannt, ist das schichtweise Einarbeiten von Ziehfett in einen Grundteig. Das Ziehfett ist in unserem Fall die Butter. Beim Turieren gibt es jetzt unterschiedliche Varianten. Die einfache Tour sieht so aus. Der ausgerollte Teig wird imaginär in drei Abschnitte geteilt. Zuerst wird das eine Ende über die Mitte gelegt, danach eventuell überschüssiges Mehl abgepinselt und das zweite Ende wird übergeschlagen. So liegen jetzt also drei Lagen übereinander. Die doppelte Tour hingegen sieht so aus. Der ausgerollte Teig wird imaginär in vier Abschnitte geteilt. Zuerst werden die beiden Enden in die Mitte geschlagen. Danach eventuell überschüssiges Mehl abgepinselt und jetzt nochmal beide doppelten Schichten übereinander geschlagen. So liegen also jetzt vier ganze Lagen übereinander. Viele Blätterteigrezepte fahren mit der klassischen Variante. Eine einfache Tour, eine doppelte Tour, eine einfache Tour und dann nochmal eine doppelte Tour. Das ergibt dann am Ende nach Adam Riese 144 Fettschichten. Wir haben uns in diesem Video dazu entschieden, vier doppelte Touren zu machen. Eine doppelte Tour, eine doppelte Tour, eine doppelte Tour und als letztes nochmal eine doppelte Tour. Also ergibt 256 Fettschichten. Dazu kann man sagen, je mehr Ziehfett, also Butter, desto mehr Schichten kann man machen. Wenn man zu wenig Schichten touriert, dann kann es sein, dass das Fett beim Backen ausläuft.
Zu viele Schichten können bedeuten, dass der Teig beim Backen nicht so viel Volumen erhält und die Blätterung zu fein wird. 4 doppelte Touren sind aber auf jeden Fall noch im Rahmen, bei der Menge an Ziehfett, also Butter. Sonst hätte das bei uns ja auch nicht so gut funktioniert. Wie gesagt, wir stellen den Teig jetzt aus Sicherheit nach jeder doppelten Tour wieder für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. Und das heißt nicht, dass er dann sofort wieder weiterverarbeitet werden muss. Er kann auch 2 oder 3 Stunden im Kühlschrank sein. Macht also einfach weiter, wenn ihr wieder Zeit habt. So, und bei den nächsten Touren ist jetzt nur noch zu sagen, dass ihr den Teig jetzt immer um 90 Grad dreht, ihn also in die andere Richtung ausrollt. Vorher haben wir ihn so ausgerollt und jetzt rollen wir ihn so aus. Wir wollten jetzt beim ersten Mal und dazu ja noch im Video mit den warmen Lampen und so weiter nicht riskieren, dass uns die Butter ausläuft. Je nachdem, wie warm der Teig bei euch wird, könnt ihr auch 2 doppelte Touren nacheinander machen. Im Sommer bei 35 Grad vielleicht nicht, aber im Winter geht das bestimmt gut. Lasst ihn nach der letzten Tour noch ein paar Stunden oder auch über Nacht im Kühlschrank entspannen. Und dann könnt ihr mit dem Blätterteig alles machen, was ihr auch mit dem gekauften machen könnt. Wir haben euch im letzten Video ja schon unseren leckeren Guinness Pie gezeigt. Dafür haben wir einfach nur etwas von dem Blätterteig abgeschnitten, ausgerollt und in die Form gelegt und außerdem noch als Deckel benutzt. Wenn ihr Bock habt auf weitere Rezepte mit Blätterteig, dann schreibt uns das gern unten in die Kommentare. Ihr könnt den Blätterteig jetzt übrigens eine Woche im Kühlschrank lagern. Wenn ihr aber sagt, das ist viel zu viel, das kann ich niemals in einer Woche aufbrauchen, dann haben wir hier noch einen Tipp für euch. Ihr könnt den Blätterteig problemlos auch einfach ausrollen, auf ein Backpapier legen, darin einrollen und genauso einfrieren. So haben wir das auch mit dem Rest gemacht. Und dann könnt ihr den Blätterteig portionsweise rausholen und verarbeiten, wann ihr wollt. Wir haben daraus zum Beispiel noch leckere Apfeltaschen gemacht. So, wir hoffen, wir konnten euch mit dem Video die Angst vor dem selbstgemachten Blätterteig nehmen. Wenn Chris und ich das schaffen, dann schafft ihr das allemal. Bis zum nächsten Video. Chris und Marie.